Eine Herrenuhr, eine Dressuhr, eine Anzugsuhr für größere Handgelenke, das ist die Cameo von Temptation. Gleichzeitig ist sie robust genug für jede Alltagssituation. Wenn dich das interessiert, bleib dran und schau dir mein Video an. Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um die Marke Temption. Sie sitzt im Herrenberg in der Nähe von Hessen und es geht heute um die Cameo aus dem Hause Temption. Die Cameo ist eine eckige Uhr und damit fällt sie schon einmal aus dem Rahmen und sie ist gleichzeitig auch eine relativ große Uhr, auch das ist bei den eckigen Dressuhren nicht so häufig. Ich werde auf die Maße und Daten noch genau eingehen. Was ich aber sehr beeindruckend finde, ist, dass diese Uhr auch richtig wasserdicht ist, also nicht nur Spritzwasser geschützt, 3 Bar oder 5 Bar, nein, 100 Meter. Man kann mit ihr unbesorgt schwimmen gehen. Finde ich wirklich klasse. Im Video komme ich darauf, wie das gemacht wurde und warum das außergewöhnlich ist und warum das gegebenenfalls sogar teuer ist. Ja, das ist die Cameo. Das Gehäuse ist von den Seiten her schon vergleichsweise außergewöhnlich. Ich zeige euch das aber auch noch im Detail. Und auch das Ziffernblatt zeigt die ein oder andere Überraschung. Von 6 zu 12 hat die Uhr eine Länge von 40,5 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt satte 30 mm und die Uhr ist hoch 10,8 mm. Lug-to-Lug handvermessen 48,5 mm und von 9 zu 3 hat sie einen Durchmesser von 37,5. Das Saphirglas ist gewölbt und zwar im gleichen Radius wie auch das Gehäuse. Finde ich absolut beeindruckend, denn eckige Saphirgläser sind schon mal sehr teuer und gewölbt geschliffene bzw. auch doppelseitig gewölbt geschliffene Saphirgläser sind noch einmal extra teuer. Wirklich toll gemacht. Aber schauen wir mal, wie die Cameo an meinem Handgelenk sitzt. Dafür muss ich die Uhr abziehen, die ich aktuell am Arm habe. Das ist die Stova ProDiver mit 42 mm, auch keine kleine Uhr. Hier kann man schon sehen, dass die Cameo durchaus eine große Präsenz am Arm hat. Dennoch finde ich, dass sie auch an meinem 17 cm Handgelenk noch geht. Ich würde vielleicht eine kleinere Größe bevorzugen. Aber sie geht noch, weil sie eben Lug-to-Lug nur 48,5 mm Länge hat. Übrigens, der Durchmesser von der 9 zu 3 einschließlich Krone beträgt 42 mm und das Band verjüngt sich von 30 mm am Anstoß auf 20 mm an der Schließe. Verbaut ist eine Faltschließe, die von Cameo direkt mitkommt und die Uhr wirklich sehr angenehm und komfortabel am Arm tragen lässt. Was fällt mir sonst noch zu der Cameo ein? Ja, es ist eine Uhr, die es in zwei verschiedenen Ausführungen gibt. Einmal wie hier gezeigt mit dem hellen Ziffernblatt. Es gibt sie aber auch mit einem dunklen Ziffernblatt. Beiden ist gemein, dass das Logo sehr dezent ist und nur unter bestimmten Lichteinflüssen sichtbar wird, aber das ist Philosophie des Hauses Cameo, dass die Zeitanzeige, Stunden- und Minutenzeiger im Vordergrund stehen und das Logo, der Firmenname, der unwichtigste Bestandteil für die Funktion ist und deshalb auch am stärksten im Hintergrund steht. Die Uhr kostet, wie hier gezeigt, 1.510 € und wie ihr hier sehen könnt, das Ziffernblatt ist mit Streifen versehen und der innere Minutenkreis ist noch einmal abgesetzt und nicht nur plan auf dem Ziffernblatt, die Indizes sind aufgesetzt, alles sehr aufwendig gemacht und auch das Gehäuse ist von den Seiten, ihr habt es bestimmt schon gesehen, mit den Streifen geschliffen. Und zwar nicht nur gebürstet, sondern wirklich als Relief geschliffen,
sodass sich dieses Designelement am gesamten Gehäuse wiederfindet. Auf der Rückseite ist ein Sichtboden verbaut und gibt das Werk frei auf das Schweizer Uhrwerk. Ich habe leider nicht gefunden, was verbaut ist. Ich gehe davon aus, ein Ether oder Selita. Ich habe es nicht gefunden, bitte seht mir das nach. Die Schließe ist ebenfalls mit dem Tension-Logo versehen und rastet sauber und schließt problemlos, hält die Uhr sicher am Arm. Ich wollte aber noch auf das Saphirglas eingehen und das tue ich selbstverständlich gerne. Das Saphirglas ist eckig und nicht mit Dichtungen versehen, die es sonst bei anderen eckigen Saphirgläsern ist, was eine Abrundung der Ecken erforderlich machen würde, um gut dichten zu können, sondern das Saphirglas ist wirklich scharf geschliffen und, Tension sagt, chemisch mit dem Gehäuse verbunden. Ich interpretiere das als verklebt oder verschweißt und damit man das nicht sieht, ist das Saphirglas an den Kanten auch noch verspiegelt, sodass man nicht sieht, was dahinter ist, nämlich ein Klebstoff, eine Schweißnaht oder was auch immer und keine, in Anführungsstrichen, profane Dichtung. Finde ich wirklich gut und hat mir sehr gut gefallen, weil dadurch eine Wasserdichte von 100 Metern erreicht wird. Die Uhr hat, wie alle Modelle, die ich von Tension gesehen habe, Federstege bzw. Stege, die von beiden Seiten verschraubt sind. Das kann schon mal zu Problemen führen, aber, und das finde ich wiederum ganz gut, Tension liefert in den Boxen unmittelbar zwei Schraubendreher mit, sodass man auch dieses Problem relativ leicht überbrücken kann. Ich hatte die Anfrage einiger Zuschauer, ich möchte doch einmal die Uhr auch stellen und nicht nur zeigen. Das mache ich selbstverständlich gerne. Ich habe leider vergessen, auf der 12 Uhr Position die Uhr tatsächlich anzuhalten. Insofern bleibe ich da auf einem Screenshot stehen, aber ich kann sagen, die Uhr ist wirklich sehr gut gesetzt. Die Zeiger sind sehr gut gesetzt. Und die Uhr passt sich insgesamt in die hohe Qualität ein, die ich von Tension kennengelernt habe. Die Krone ist groß und griffig, sehr sauber geschliffen und auch das habt ihr vielleicht schon gesehen, auf der Außenseite mit einer schwarzen Cabochon-Perle versehen. Das ist sozusagen das einzige Gimmick, der einzige Schmuck, den Tension seinen Uhren angedeihen lässt. Hier nochmal ein Blick auf das Gehäuse mit dem Schliff und dem Relief. Die hochstehenden Teile sind poliert und die tiefer liegenden Teile sind mattiert. Und damit nimmt das Gehäuse dieses Designelement des Ziffernblattes auf. Mit 40 mm von der 6 zu 12 und 37,5 von 9 zu 3 als rechteckige Uhr ist es schon wirklich eine große Uhr, sehr präsent. Aber sie ist eben auch eine Uhr, die man vom Design her problemlos zum Anzug tragen kann, die aufgrund ihrer Form und der Wölbung auch gut unter den Anzug passt und auch zum Sport und Schwimmen geeignet ist. Selbst in der Nacht, wie ihr hier sehen könnt, ist die Uhr sehr gut ablesbar. Alles ist beleuchtet, ist mit Leuchtmasse versehen und wenn man ein kleines bisschen Licht hat, wie ihr hier seht, dann reflektiert sogar das helle Ziffernblatt, was der Uhr in meinen Augen einen wirklich interessanten Charakter verleiht. Tension hat überwiegend Chronographen und ist auch, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung mit Chronographen am erfolgreichsten, aber ich finde gerade die Dreizeigeruhren und insbesondere auch hier die rechteckige Cameo ist eine der interessantesten Uhren von Tension und auch eine der interessantesten Uhren, die ich mir in letzter Zeit angeschaut habe. Wenn sie nicht so groß wäre, dann könnte ich mich dafür selber begeistern. Ich bin super interessant, was ihr zu der Uhr sagt, wie sie euch gefällt, was ihr eventuell besser machen würdet. Bis dahin freut euch an euren Uhren, an eurer Sammlung, bleibt gesund und bis dahin, tschüss, euer Axel.